Und die legendäre Truhe. Sprich, wir haben unser Ziel erreicht. Ne? Das dürfte dann jetzt hier auch markiert sein. Mit 1 von 1. So. Die Schatzkarte, würde ich fast sagen, ist auf jeden Fall hier irgendwo. Lass mal doch mal reingucken. Ich habe noch eine andere Schatzkarte, habe ich irgendwann mal aufgedöselt. Ich glaube, das ist die hier, genau. Ach, lol, guck mal. Da waren wir doch gerade drin. Hier, schau mal. Moment. Ohne Momento. Ohne Momento. Gut, dass ich gerade so glücklich einfach da drauf gucke. Aber ich wusste auch, dass man mit diesen Dingern irgendwas macht. Das war mir doch schon fast klar wie Kloßbrühe. Und was war? Ich ging raus und wollte das erstmal hier wieder alles anzünden. So, schauen Sie mal hier. So, hören's. Gut, also. Der guckt nach vorne. Dann. Also 12 Uhr, 3, 4, 9. 12. 3, 4, 9. 12, 3, 4, 9 müssen brennen. 12, 3, 4, 9. 12, 3, 4, 9. Das bedeutet, das Ding muss ja schon mal irgendwie us. Warte mal, ich mach mal alle hier aus. So. 12. Ins Handy. Huch. Okay, wir sollten ein bisschen genauer an die Sache rangehen. Komm, trink. So. 3, 4 und die 9. Schön. Mal sehen, was wir da haben. Toll. Darum wohl die ganze Aufregung. Guck mal, ey. Das war ein Lucky Move. Aber immerhin, wenn ich den Schatz hätte nochmal angefangen zu suchen, wüsste ich zumindest direkt, wo er gewesen wäre. Also. So, hören's. Jetzt haben wir aber noch die andere Schatzkarte mit irgendwelchen Glöckschimmer da drauf, ne? Und das dürfte ja hier sein, also hier direkt auf der Insel, relativ mittig. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und so einen kleinen Glöckchenturm dürfte man doch auch nicht so schnell übersehen, denke ich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass der ungefähr hier ist, so. So, die Burg habe ich, ne? Die habe ich schon mal gekillt, ja. Müssen wir nur die Äuglein aushalten. Kämpfen zu wetten war meine Bis. Deine kopflosen Entscheidungen schüchtern hier niemanden ein. Vor allem nicht über dir. Ausschau halten nach so einem Glöckchentürmchen. Waren die da? Oi. Sehr schön. Revelio. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Banditen und so.
Habe ich das Dörfchen auch schon geklärt? Ja, habe ich. Aber ich habe die Merlin-Quest. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ich würde fast sagen, das Glöckchenspiel ist da oben drin. Da. Kommen Sie mit mir zum glühenden Strahl. Du. Komm, warte mal, kommt man da überhaupt zu Fuß hoch? Lumos. Aber da kommt man gar nicht zu Fuß hoch. Kann ich? Fliegen die da mit mir? Nein, okay. Frage beantwortet. Das sollte ich untersuchen. Ah, gucken wir mal. Gucken Sie hier. Lumos. Gar nicht mehr anstrengend. Aber damit hätten wir die ersten drin. Impulso. Lumos. Ach, warte mal, ich kann mehrere mitnehmen direkt. Ich dachte, geht nur immer einer. Also ein Schwarm, meine ich. Ah ja, okay. Gut zu wissen für andere Merlin-Rätsel. Damit wäre das erledigt. So, hier haben wir dann noch eine Höhle direkt. Auch mal direkt mit, wenn wir schon mal in unmittelbarer Nähe sind. Revelio. Wo Jan war, ein Würfelchen dazu. Würfel, hallo. Ich habe Jan hier eine Platte weg aus der Hände. Marsch der Welt. Hier. Wingardium Leviosa. Ich und mein Würfel, ich und mein Würfel. Würfel. Leviosa. Lumos. Revelio. Accio. Easy. Dankeschön für diesen Müll. Aber das Tolle ist ja, dadurch, dass wir jetzt die ganzen Merlin-Quests machen, können wir unser Inventar noch mehr vollmüllen, weil wir Spaß daran haben. Toll. So, und wetten, hier ist das Glöckchenspiel? Nee. Schade, wäre perfekt Örtchen dafür gewesen. Das ist denn hier so laut, Digi. Bisschen was hier schweigiger. So, hier haben wir auch Luftballons wieder. Ja.
Wir sind heute direkt zwei Höhlen, wa? Zehn von zehn. Sieht interessant aus. Also ich mag es auch so, immer in dunkle Höhlen reinzugehen. Und sowas auch immer sehr, sehr beruhigend und sehr spannend. Mit Schlammboot. Nachrichten. Toll. Die andere Höhle ist. Legioso! Oh. Lumos! Genau das wollte ich. Oh! Willkommen in der Hexenkessel! Revelio! So, aber ich gehe einfach mal davon aus, hier müssen wir. Hier müssen wir einfach alles anzünden, was hier rumschwebt. Okay, easy. Revelio. Wo geht's hier weiter? Hallo? Da unten leuchtet was, ne? Ah ne, da waren wir gerade drin. Das ist ja eine, andere Höhle gewesen. So, dann wollen wir mal gucken, wo eventuell unser kleines Glockenspiel sein könnte. Also laut der Schatzkarte ja relativ mittig, ne? Da bin ich ja hier schon mal völlig falsch. Wir müssen ja noch deutlich, mehr in diese Richtung hier. Aber was ist, wenn das Ding eventuell... Ich träume. Revelio. Eventuell unterm Berg ist oder so. Aber da oben ist eine Truhe. Wer hier wohl gelebt hat? Weiß nicht. Mir wurscht. Das ist eine Truhe. Müll. Und Fröschis. Da 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 da. Da 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 da. Lassen wir noch mal hier reingucken. Ist schon recht mittig, ne? Und in einem Torbogen drin. Deswegen dachte ich ja, dass das eine schon so... Also müssen auf jeden Fall noch so weit hier Ausschau halten. Na, ich glaube nicht, dass das in dem Lager drin ist, oder? Bup, bup, bup. Bup, 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 bup. Ah, liegt... Zu weit weg, auf jeden Fall. Revelio. Ah, Gott, da ist es. Ist doch im Lager. Schau mal, da sind... Oder sieht aus wie Glöckchen. Müssen wir das Lager wahrscheinlich noch klären, wenn ich das noch nicht gemacht habe. So, das wird noch nicht mal als Banditenlager angesehen hier gerade. Oder doch? Also egal, komm, die bashen wir easy weg. Das ist eine Zeit. Ah, das ist wie die Stelle auf der Schatzkarte. Ich hätte kurz Portalus.
Ist ja gar nichts los. Sehr easy peasy. So. Ding dong. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise. Ja, ich weiß, dass wir auf der Karte Hinweise finden. Das war mir schon klar. So. Und zwar. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ah ja. Das sind einfach nur die Noten. Jetzt müssen wir quasi heraus, in welche Glocke. Welche Glocke welchen Ton gibt, oder? Ich die Glocken läuten muss. Du bist ganz unten. Warte mal, wenn du unten bist, bist du dann. So oder? Nee, wahrscheinlich hätte ich. Oder noch eins. Ja. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise, also in welcher Reihenfolge ich die Glocken. Ich spekuliere jetzt einfach mal, dass da die Hogwarts-Melodie raus, also beziehungsweise die Harry Potter-Melodie rauskommt. Aber. Ich würde fast sagen. Boop. 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 So, dann brauchen wir so ein umgedrehtes Ding. Wie mache ich ein umgedrehtes Ding? Oder ist das einfach nur. Weil dann wäre das ja. Boah, warte mal. Du bist. Nee, warte mal. Ah, okay, okay, okay. Doch, jetzt habe ich verstanden. Warte. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Ja. So, pass auf. Bam. Dann. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. So. Dann brauchen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann. Ja, was bist du denn jetzt hier mit diesem halben Strich-Ding da? Boah, krieg ich schon gleich einen Stress. Warte, ich mach einfach mal die 3. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und, eins, zwei, drei, vier, eins, vier, und eins, zwei, drei. Das war's. Ach. Aber siehst du, ich hatte das im Urin drin. Dass das die Melodie von Harry Potter. Das wäre auch voll die schöne Melodie für eine Hausklingel, oder? Revelio. Leviosa. Confringo. So, haben wir jetzt hier gerade irgendwas in unmittelbarer Nähe noch? Da hätten wir Höhle, Lager. Hier die Lager habe ich, ne? Ich check nochmal. Das Lager habe ich. Lager habe ich nicht und das Lager da unten habe ich auch nicht mit der Höhle. Das müssen wir auch noch platt machen.
Das ist ja süß. Guckst du dir an. Würdet ihr auf mich hören, müsstet ihr euch nicht... Kurzio! Der Schüler hat den Hippogreif geklaut. Verschont mich. Wir haben nicht vergessen, dass du den Kobold-Helm geklaut hast. Sollte so du die Lage die Quetzal befreit hat. Ach, das ist mir so blöd jetzt gerade mit denen hier. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Also mir war jetzt die Duellierleistung zu blöd. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gerade alle getötet. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Poppelapop. Lumos. Weil die sind schon genau exakt gleich aufgebaut, nur dass da an der Stelle, wo jetzt die Alraun waren. Ja, Alraun sah schon die Dingens waren. Die glitschige. Gerade keinen Namen. Da guckt, ich glaube nämlich mit 114 habe ich nämlich echt das Maximum erreicht. Das Einzige, was nicht 114 ist, ist mein Schal. Der ist nämlich noch 113. Deswegen habe ich den auch noch nicht abgegradet. Scheiß hier mal verkaufen. Aber die Truhe müssen wir ja leider looten, um diese Höhle als Erkunde zählen zu dürfen. Da 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 Rebellion. Revelio, Depulso, schlag mich tot. Hier ist auch nichts. Nö. Nix. So, das Lager haben wir auch noch nicht. Hallo? Ein Waffe wilderer Hängler. Das wirst du uns Angriff. Das wird dir gar nicht. Oh, warte mal, da brauchen wir erstmal hier wieder. Schian den Skill gar nicht drin hier. Pelian! Was zum... Ach da. Okay, an dem müssen wir uns halten. Jetzt. Konfringo. Da musst du dich schon mehr... Du bist der... Ach Gott. Jetzt war der gar nicht aufgeladen. Ach. Oh, jetzt chill ich zu sehr. So. Jetzt habt ihr Arschkarte. Ich darf euch alle töten. Na ja, war jetzt auch keine... Was drück ich? Was muss ich drücken? Was spiele ich da? So, das haben wir. Guck mal, das sieht doch schön aus. Warum habe ich hier immer noch... So, das glaube ich einfach nur noch weiterhin markiert. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin wegen. Da haben wir noch eine Höhle.
Dann wären wir auf der Insel hier. Ah ne, da haben wir noch drei Höhlen. Dann wären wir auf der Insel hier fertig, beziehungsweise da haben wir noch Fragezeichen. Beziehungsweise eine Seite. Hiernach gehe ich direkt ins Wirtshaus. Das wird. Hatte ich wohl vergessen. Ich bin. Idioto! Potato! Confringo! Confringo! Rebellion. Ach komm, ich war so nah dran, da hättest du doch so aufploppen können. In welche Richtung liege ich hier gerade? Ach, stimmt, diese Schmetterlinge-Dinger haben wir ja auch noch. Aber die werden mir gar nicht auf der Karte angezeigt, also auf der großen, glaube ich, oder? Da werden die mir angezeigt auf der großen Karte. Muss ich mal drauf achten. Oder ob die mir erst angezeigt werden, wenn ich die aktiviert habe. Weil die geben uns Transmog bzw. Deko. Und Deko brauchen wir für Sammlung. Und Sammlung brauchen wir für Erfolg. Oh. Hey, Großer! Ach, wir haben jetzt zwei! Großer Freund. Hat mir dort zu sagen und schreibe gleich zwei Stück von den Süßen. Accio. Ingardium Leviosa. Aber ich mache halt mittlerweile auch schon so krass viel Schaden. Auch mit so popligen Kombos. Accio. Das sollte ich untersuchen. Ich habe so meine Basic-Kombis damit. Und mich sehr gut zurecht. Revelio. Accio. Sesam, öffne dich. Revelio. Muss ich aber noch irgendwas einsammeln, damit der Punkt als eingenommen gilt, oder? Das ist manchmal so eine Sache, die ich dann nicht ganz verstehe. Ich habe die Trolle zwar jetzt gekillt, aber der Punkt wird mir nicht als... so gecheckt markt. Wie hier jetzt da zum Beispiel. Oder die bleiben offen. Das kann natürlich auch sein, wie die hier. Da waren wir eigentlich auch drin.
Impulso. Crucio. Imperio. Du lebst ja noch. Du lebst ja noch, mein guter Freund. Der ist geflogen. Sieht interessant aus. Ich wollte doch da gar nicht triggern. Bleibt mal alle schön geschmeidig da oben. So, gucken Sie mal. Da haben wir die Insel. Schon mal auch auf jeden Fall alles, ne? Also sieht zumindest danach aus. Was haben wir jetzt? Wir quasi hier noch ein bisschen was. Hier sind drei Höhlen. Ein Lager. Handbuchseiten. Und dann kann man sich von da schön nach hier vorne arbeiten. Dass wir quasi das schon mal haben, oder? Das ist doch... Das klingt doch nach einem super soliden Plan. Ich bin aber nur mal ganz schnell... Kleine Senex. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Papplapapp. Revelio. Drachenskelett. Hier haben wir noch Merlin. Gar nicht gesehen vorhin auf der Karte. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Prüfungen kriegen mich nicht klein. Damit können wir noch mehr Kram mitnehmen. Toll. Revelio. So, da haben wir noch eine Truhe. Ein kleines Lager. Wir alle haben Unterschiede. Manche Frau. Ich war ein stolzer Mann an diesem. Und weitere solcher Tage werden folgen. Oh, war das für ein Geräusch? So leicht. Kurzio. Imperio. Nein, spielt doch keine gestohlenen Kobolde. Hey, Gefühl. Pulso. Ich
Oh Gott, warum konnte ich den nicht an mich ranziehen? Incendio! Wird dir doch leid! Expulso! Protego! Was du schon? Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Die hat auch eine Weile für uns gekämpft, die gute Stute. Die hat ja auch für uns gekämpft. Lazio, Befindung. Oh Gott. Lazio, Befindung. Incendio. Cozio. Ah, die sind schon ein bisschen zäher, die Guten, wa? Lumos. Aber bei der Tür weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich da reinkommen soll. Revelio. Ah. Incendio. Akio. See you. Das sollte ich untersuchen. Wie, nicht genug Platz für den Besen, natürlich. So, warte mal, wir haben jetzt aber hier noch eine Höhle direkt, ne? Alohomora. Du. Revelio. Ich wollte gerade sagen, mein Lehrerraum. Boah. So. Mal ein abgestürztes Spiel. Geil! Tudum. Dann müssen wir nur mal gerade warten. Wird noch wohl ausgeführt.
Ich hoffe, der hat das jetzt abgespeichert, die Ratte, ne? Aber ich klicke mal auf Anhalten. Soll ich gerade warten, bis der Cloud-Status sich aktualisiert hat. Der lädt nämlich jetzt hoch, ist aktuell, wunderbärchen. Aber mir ist es tatsächlich lieber, wenn es abstürzt. Ich hatte ja so Probleme in letzter Zeit mit meinem Rechner, dass er Black Screens gezeigt hat und eingefroren ist und hast nicht gesehen und dann Treiber deinstalliert, neu installiert, Grafikkarte. Also ich habe ja zwei Stück, eine abgeklemmt, dann die andere angeklemmt, dann die RAM-Riegel in die anderen Slots reingetan. Und dann habe ich die Moral der Geschichte, alles neu installiert jetzt. Die letzten Tage. Aber wenn es jetzt nochmal passiert, dann ist es definitiv ein Hardwarefehler. Oh gut, dass mal so ein Spiel abstürzt oder was auch immer, das soll nicht die Norm sein, kommt aber mal vor. Das sieht gut aus mit 2333, also quasi direkt. Wow, warum höre ich mich jetzt selber? Warum ist denn so mein Twitch-Stream hier aufgegangen? Hallo, bist du doof? Okay. Ah, okay. Die Höhle müssen wir also nochmal machen. Gar kein Problem. Hallo, Homura. Das war ja. Sieht interessant aus. Zum Glück kein Hexenwerk hier drin. Wäre natürlich jetzt schon fast ein bisschen ironisch, wenn der hier nochmal abstürzen würde. Tut aber nicht. Das sollte ich und... Es scheint eine... Nee, doch nicht. Revelio. Revelio. Akio. Ah, wenn man so... Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also man hat definitiv End-Content in diesem Spiel. Gar keine Frage. Aber wenn man so die Höhlen straight forward erkundet... ist das schon arg monoton. Ne? Also sie sehen ähnlich aus und exakt dieselben Dinger, nur anders. Angereicht? Hallo? Ja. Also wenn man die straightforward macht, ist das sehr monoton und sehr langweilig. Das muss ich leider an der Stelle dann doch mal sagen. Aber es hält sich auch irgendwo... Noch in Grenzen. Oh, warte mal, da haben wir noch eine Höhle da unten. Also da ist halt wirklich keine Abwechslung. Diese eine größere Höhle mit dem Rätsel da drin, das war dann mal wieder was etwas Besondereres. Aber es ist sonst so, dass da ist der Würfel da hinten.
Accio. Wingardium Leviosa. Lazio. Rivelio. Guck mal, wurde ich... Ah ne, ich wollte gerade sagen, wurde ich erhöht? Dass das jetzt eine andere Höhle ist. Nein. So, dann würde ich fast sagen, machen wir jetzt noch die Höhle da hinten. Und gucken mal, ob wir noch irgendwas im Dorf plündern können. Und dann würde ich da fast langsam aber auch Richtung Hayabubu-Land gehen. Weil leider habe ich noch sowas wie ein Real Life mit erstaunlich hässlicher Grafik. Ich denke mal, hier im Dörfchen könnten wir vielleicht nur das ein oder andere erhalten. Incendio. Accio. Sesam, öffne dich. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Pappelapapp. Ah, guck mal. Oh, okay. Wir haben ein magisches Schachbrett. Oh, ich wurde erhört. Wir haben mal etwas anderes. Schön. Sind wir weiß und müssen... Müssen Schachmatt setzen, oder? Du bist ein Läufer. Du bist ein Pferdchen. Du bist der König. Da geht nicht, da geht nicht. Also Pferdchen ist... Raus. Pferdchen ist raus. Er kann halt hier nicht hin, aber er kann hier hin. Könnte aber auch hier hin, der König. Pferdchen, Pferdchen. Aber wie kann ich die... Warte mal, da hätte ich einen Läufer. Aber der Läufer... Der Läufer hier hinten bringt nichts. Incendio! Revelio. Ah ja, okay. Accio, Wingardium Leviosa. So, wir haben also ein Türmchen bekommen. Das würde ja fast bedeuten... Wenn wir den Turm hier hinsetzen. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wo wir den Turm platzieren, ne? Also, der König kann nicht da drauf. Nicht da drauf. Könnte theoretisch aber hier drauf. Und da drauf. Revelio. Haben wir noch eine Vase davon? Accio. Wingardium Leviosa. Okay, das finde ich cool. Das finde ich nice. Davon dürfte es ruhig noch ein paar mehr geben, bitte. Revelio. In den Dörfern war ich halt schon fast in allen. Also beziehungsweise ich war in allen Dörfern eigentlich schon. Ich
Boah, jetzt triggern die mich hier, dass ich nicht aufmachen kann, oder was? Doch. Hallo, Homo. Revelio. Für die Demi-Guys kann ich übrigens jeden ans Herz legen. Einfach, wenn man relativ schnell Alomora 3 erreichen möchte, einfach die Dörfer auf jeden Fall alle abklappern. Dann hat man schon mal einen Großteil aller Demi-Guys-Statuen. Und den Rest dann. Revelio. Den Rest dann in Hogwarts. Ich guck mal gerade, ob ich hier im Dörfchen irgendwas vergessen hab. Oh, das sieht gut aus. Leuchtet hier? Teuerste Susanne. Revelio. Ja, ich schon weiß. Madame Navarro? Wie geht es Ihnen? Großartig, danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Was verkaufen Sie hier? Alles und nichts. Mal sehen, wie ich dir helfen kann. Ja, kannst du mir meinen Gerümpel abnehmen, kannst du? Danke für deinen netten Besuch. Kein Problem, ich habe ihn zu danken.